Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Wie wir im letzten Part noch bemerkt haben, musste Blanas schnell weggehen und wir müssen wieder aufs Haus aufpassen. Hey, Shoni, guten Morgen. Ja, das werden wir dann auch tun, nachdem wir zur Schule gegangen sind vermutlich. Morgen, Shoni. Los, Lafitz, auf zur Schule. Okay, gehen wir. Bist du heute etwa ganz allein zu Hause? Verstehe. Deswegen war Blanas heute Morgen bei uns, um Opa zu sprechen. Also, wenn das so ist, musst du heute Abend unbedingt zu mir nach Hause kommen. Opa ist zwar ein straßiger Kerl, aber sein Essen ist ein Gedicht. Also, abgemacht. Okay. Klasse, ich freue mich. Aber erst wird zur Schule gegangen, ja, wollte ich sagen. Nach dem Unterricht. Schule ist aus. Yay! Ah, los, nichts hier, weg hier. Warum? Was ist los mit euch? Tschüss, Johnny, tschüss, Jana. Ja, bis dann. Bis morgen! Los schon, jetzt ist wieder Zeit für einen Auftrag für unser Junior-Forschungsteam! Alles klar. Lass uns gleich mal die Konnexosphäre überprüfen. Nein, noch nicht. Tschüss, Direktor. Ich würde erst gern noch zu meiner Lagertruhe gehen. Das ganze Geld ablegen. So, ich habe schon über 1000, jawohl. Dann... das lasse ich da und das lasse ich da. Den Rest kann ich eigentlich verkaufen, oder was? Na komm. 2 Mini-Belebersamen lasse ich auch noch da. Dann gehe ich mal ein bisschen was verkaufen. Hallo, Kecleon. Ich würde gerne was verkaufen, und zwar... den Apfel nicht, Elixier auch nicht. Passivsamen müsste ich mal einsetzen. Im Flea Orb habe ich nur einen. Das und das und das. Halt, ich habe 2 Flea Orbs. Okay, den verkaufen, das da und das da. Rest nehme ich mit. Ja, gebe dir 111. Ja, finde ich gut. Nee, das reicht. Danke, tschüss. Was mit euch beiden hier? Hä? Ein Junior-Forscherteam? Jana, du wolltest doch schon immer Teil des Forschungsteams sein, nicht wahr? Ja, wollte sie. Okay, sehen wir uns diese Sphäre an. Lass mal sehen. Von Vulpix aus müssen wir offensichtlich zu Milza. Und dann könnten wir zu Pachirisu. Zu Pikachu. Oh, was macht Macholo da? Und zu Brutalanda. Oh mein Gott. Aber was ist da unten links, verdammt? Was ist da unten links? Verstehe ich nicht. Kommen wir bestimmt auch noch hin. Okay, was ist mit Milza? Zurechtweisung mit Milza. Wir sollten gemeinsam Brutalanda besiegen. Oh Gott, im immergrünen Wald, Ebene 3, Schwierigkeitsstufe 1. Okay. Machen wir. Okay, ich würde sagen, gehen wir. Schwierigkeit 1, ich meine, das sollten wir hinkriegen. Im immergrünen Wald, ja, da gehen wir hin. Zurechtweisung mit Milza. Ja, sieht doch alles gut aus. Oh, wie es aussieht, hat eines der Teammitglieder heute keine Zeit für dich. Das bedeutet, es legt eine Pause ein. Ah, aber der Ringel bleibt da. Das ist gut. Manche Pokémon brauchen eben auch mal eine Auszeit, um andere Dinge zu erledigen. Für das bevorstehende Abenteuer solltest du also ein anderes Mitglied wählen. Dann möchte ich dir noch eine neue Funktion namens vorgefertigte Teams vorstellen. Damit kannst du nach Belieben 5 Teams zusammenstellen und registrieren. Mit vorgefertigten Teams bist du bestens auf den Ausfall eines Teammitglieds vorbereitet. Probier es doch gleich mal aus und wähle mit L oder E ein Team aus. Aha. Nee, uninteressant. Uninteressant. Das mache ich dann immer spontan, würde ich sagen. Wähle als nächstes Team aufstellen. Ah, unten, Gast-Pokémon. Aha. Team aufstellen. Felinara ist weg. Vulpix könnte jetzt auch mitkommen. Aha. Aha. Ist aber... doch, ist auch stärker als Shana. Kann Glut, Konfusion... Er kommt halt Vulpix mit, meinetwegen. Ist besser als gar nichts. So, los geht's. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie cool gemacht. Tolle Neuigkeiten. Wenn dein Team im Dungeon Erfahrungspunkte erhält, bekommen durch die mysteriöse Kräfte der Forschungsabzeichen auch alle Pokémon, mit denen du verbunden bist, Erfahrungspunkte. Das wollte ich hören. Auftraggeber Milza ist auch von der Partie. Okay, suchen wir Brutalanda.
Ja, das finde ich echt cool, dass alle Erfahrungspunkte kriegen und nicht nur die, die mitkommen. Das ist der Wahnsinn. Kann man sich nachträglich immer noch für ein anderes Team entscheiden. Willkommen, was hast du denn? Mini-Belebersamen, Mini-Belebersamen, Mini-Belebersamen und Explosivsamen. Nein, danke. Ja, ja, tschüss. Ich finde die Musik auch schön hier. Allgemein wunderschön gemacht. Bam. Okay, Milza, wo ist dieses Brutalander? Was hat es dir getan, dass du es zurechtweisen willst? Hä? Würde mich schon interessieren. Ihr seid doch beides Drachen-Pokémon. Warum habt ihr euch nicht verstanden? Finde ich komisch. Naja. Alle haben so ihre... Was zum? Was machst du da? Nagelotz. Nein, nicht das mitnehmen. Nein, nicht angreifen, verdammt. Ja, okay, dann halt doch. Ich dachte, wegen der Geduld warte ich jetzt mal noch, aber... Naja. Da ist noch ein Gegner. Erledigen wir auch kurz mal. Und zack. Ja, zu viert ist man dann schon ein wenig sicherer unterwegs, würde ich sagen. Nassmacher. Was? Ja, aber es sieht so aus, dass man immer nur drei Pokémon dabei haben könnte. Plus ein eventueller Gast. Oder so verstehe ich jetzt das im Moment gerade. Baumball hat einen glänzenden Apfel aufgenommen. Den hätte ich dann auch gerne. Es lohnt sich, wie gesagt, den zu verkaufen und dafür einen normalen Apfel zu kaufen, ja. Bam. Moment mal. Moment mal. Moment mal, ich muss was testen. Was ist das? Reihenfolge ändern. Ach so, ja, egal. Nee, Kombination. Kann ich jetzt mit allen dreien? Ja, kann ich. Von mir Rasierblatt, von Shana Glut und von Vulpix. Auch Glut. So. Gut. Ich würde sagen, das wird eine starke Attacke. Wird dann... Was? Auf der nächsten Ebene kannst du keine Hilfe anfordern und auch keine Flea-Offs benutzen. Sei also besser vorbereitet. Ja, ja, ist schon gut. Ja, ja, ist keine Rettung möglich. Ja, ja, ist mir egal. Wir haben jetzt unsere Ultra-Kombination, die uns zwar eventuell den Magen komplett leert, aber ist egal. Achtung, Achtung! Das Brutalander gefunden! Ja, okay. Lass mich mal zu ihm gehen. So, und dann... Kombinationsattacke! Bam, bam, bam! Shit, Schaden hat nicht getroffen. Shit! Was zum... Wie stark war das gerade, bitte? Shit, verdammt nochmal. Habt ihr das gesehen? Drachen, was denn? Ja, ich weiß nicht, ob der Auftrag jetzt scheitert, wenn Vulpix drauf geht. Deswegen verwende ich alle meine Samen. Scheiße. Donner, was zum... Shit, verdammt. Shit, verdammt. Shit, shit, shit. Kann ich denn irgendwas tun mit Items? Scheiße. Das Vieh killt uns. Na, ich esse mal den Plosivsamen. Ja. Für mich. 100. Das war gut. Nicht getroffen. Glut hat getroffen. Ah, Vulpix nicht. Nicht wieder bedingsen. Vulpix kann zum Fähig. Picolente, fick dich! Scheiße, verdammt! Ah, nein, warum treffe ich... Nein, Shana! Na, was zum... Leute? Ich dachte, es wäre leicht. Shana, hör jetzt auf damit! Hör auf damit, dieses Kackvieh anzugreifen! Das hier müssen wir erledigen, das hier! Leute? Leute? Warum ist das so schwer? Ernsthaft jetzt? Es brennt auch nie oder irgendwie sowas. Nee, das geht nicht. Scheiße! Wie soll das gehen? Milza, warum tust du nichts? Das... Was ist das für ein Auftrag, bitte? Ganz im Ernst. Volltreffer. Ja, finde ich gut, dass du auch mal was machst. Scheiße. Rasierblatt! Rasierblatt! Ja, Rasierblatt! Verdammt nochmal!
Ein in Ohnmacht gefallenes Pokémon ist komplett handlungsunfähig. Benutze das oder das, um es wieder zu beleben. Oder einen anderen Ort teleportiert. Okay. Mein Gott! Leute, ich schaff's nicht. Leute, ich schaff's nicht. Was zum Teufel? Zuletzt gespeicherten Spielstand laden. Zuletzt gespeicherten Spielstand laden, ja. Ja. Ja, ist gut. Shit, Leute! Warum kommt das jetzt? Na, wenn das Spielstand löschen, fortsetzen, ja. Shit, warum kommt jetzt so ein Brutalander, ganz im Ernst? Und da stand noch, es ist leicht. Versteht ihr? Kacke! Shit, verdammt! Da hatte ich jetzt echt keine Chance. Aber ich finde gut, dass man nicht unbedingt alles verliert, sondern dass man dann wieder quasi beim letzten Spielstand beginnen kann. Das ist fair. Das ist echt fair. Ja, Jean, ich würde gerne heute Abend bei dir essen. Aber wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir dieses Brutalanderblatt machen, ganz im Ernst. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon so dermaßen unterlevelt bin. Oder was? Ich meine, what? Hat alle meine Pokémon ge-one-hitted, versteht ihr? Und ja, und ich habe kaum Schaden gemacht, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Hätte ich denn irgendwas Cooles dabei, theoretisch? Ja, er starb, aber sobald ich den eingesetzt habe, ja, versteht ihr, was ich sagen will? Ich selber nicht. Ja, sobald ich den eingesetzt habe und Brutalander wieder angreife, ja, ist es dann wieder wach, kann man sagen. Muss ich diesen Auftrag jetzt schon machen? Ich möchte nicht. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Ah, so, den habe ich jetzt gar nicht mehr angenommen. Was bist du? Mit dem bin ich noch nicht verbunden. Mit dem auch nicht. Mit dem auch nicht. Und mit dem auch nicht. Ja, shit, ich muss das machen! Ja, shit! Schwierigkeit. Ein Stern. Ja, super. Scheiße. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Ganz im Ernst. Shit, ich habe echt ein Problem. Ich habe echt ein Problem. Items, ja, ich will, ich brauche was. Aber was? Ah, shit, ich bin wieder voll. Einen Mini-Belebersamen brauche ich unbedingt wieder. Dafür lasse ich da den Flea-Orb. Nein, den Flea-Orb verkaufen, bitte. So. Nein, verkaufen möchte ich nichts mehr, aber gib mir noch diesen Mini-Belebersamen. Den hier, ja. Okay, und dann muss ich mich irgendwie mal, weiß ich nicht, muss ich mir im Klaren werden, was ich tue. Da. Das ist Angriff, das ist für mich. Das ist Tyrannosaurus und das ist eigentlich Schwachsinn. Ein Schützer sollte irgendein starkes Pokémon haben. Aber wir haben kein starkes Pokémon, verdammt. Wir haben auch nicht wirklich was zum Angreifen. Seht euch da. Oh, Konfusionszweig. Konfusionszweig. Das könnte gut sein. Und auch das Einschlafen. Ich muss damit arbeiten irgendwie. Ich muss echt damit arbeiten. Aber ich werde jetzt noch einen Apfel verkaufen. Und zwar den teuren hier. So. Ja, danke. Noch etwas verkaufen? Nein, ich glaube, das ist so in Ordnung. Nein, ich dachte, das ist so... Ach so, ja, wir können ja noch zu Kangama. Stimmt, hätte ich beinahe vergessen. Wir kriegen ja hier was. Ich habe gehört, du übernimmst jetzt Forschungsaufträge. Wie? Da möchte ich dir ganz viel Erfolg wünschen. Dann wird hier bestimmt auch jede Menge Lohn für dich abgegeben. Pokémon hinterlassen hier nämlich ständig Lohn als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Wenn dir also in der Konnexosphäre ein Pokémon Lohn in Aussicht stellt, dann schau am besten gleich im Café vorbei, um ihn zu empfangen. Willkommen! Aha. Ja, Lohn in Empfang nehmen, mein Gott. Hat sämtlichen Lohn mitgenommen. Okay. Bitteschön, dein Lohn. Wählt uns bald wieder.
Ja. Ist ja auch nicht wirklich etwas Cooles dabei, verdammt. Naja, Leute, bevor ich es nochmal versuche, würde ich sagen, das war's erstmal für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.